Kreditkarten verkaufen ist nicht einfach, selbst wenn man gute Argumente hat. Jeder Verkäufer weiß, er muss nicht den Kopf, sondern das Herz seiner Kunden erreichen. Gefühle, nicht Argumente, bestimmen 98% unserer Kaufentscheidungen. Nun gibt es Produkte, die sind dafür ganz hervorragend geeignet, wie Autos oder Schmuck. Aber Bankprodukte oder, wie in unserem Fall, eine Kreditkarte? Ein kurzer Exkurs in die Wissenschaft. Die Gehirnforschung hat in den letzten Jahren nachgewiesen, wie wichtig die Haptik im Verkaufsprozess ist. Wenn wir etwas anfassen, möchten wir es besitzen. Und je lieber wir etwas in den Händen halten, desto mehr sind wir bereit, dafür zu zahlen. Ein Experiment beweist, bereits wenige Sekunden machen einen Unterschied. Man nehme eine Tasse für 10 Sekunden in die Hand und eine Vergleichsperson nehme dieselbe Tasse für 30 Sekunden in die Hand. Nur ein kleiner Unterschied, aber die Vergleichsperson wird später bereit sein, 50% mehr für die Tasse zu zahlen. Das haben wir uns zu Herzen genommen und ein komplettes Verkaufskonzept entwickelt. Kernstück ist ein Medium in Form einer Kreditkarte, das so schön und interessant gestaltet ist, dass man es gerne berühren und gar nicht mehr hergeben will. Die Wissenschaft weiß inzwischen auch, dass es nicht nur wichtig ist, dass wir etwas berühren, sondern auch wie wir etwas berühren. Schon kleinste Muskelbewegungen in Armen und Händen können uns für Annahme und Akzeptanz öffnen. Man nennt das haptisches Priming. Deswegen haben wir außerdem LogoLoop entwickelt. Eine faltbare Kreditkarte, die dem Kunden und auch Menschen, die noch keine Kunden sind, Schritt für Schritt die Vorteile seiner Karte erklärt. Und weil er die schon in den Händen hält, werden diese Vorteile auch körperlich begreifbar für das Unterbewusstsein. Genau das Unterbewusstsein übrigens, das später eine Kaufentscheidung treffen wird. Das Ganze haben wir mit der Kartenbox so attraktiv verpackt, dass der Berater nicht mehr den Kunden, sondern der Kunde den Berater anspricht. Magie? Auf jeden Fall. Die Berater haben durch die Kartenbox nicht nur mehr Absätze, sondern auch mehr Freude am Verkauf, weil sie gar nicht mehr verkaufen müssen, sondern kaufen lassen. Gut, ein Strichmännchen kann Ihnen viel erzählen. Die Berliner Sparkasse hat es ausprobiert. Es macht die Arbeit, gerade eben was die Ansprache Kreditkarte geht, wahnsinnig viel einfacher, einfach weil man wirklich was in der Hand hat, weil man selber was hat, wo man sich dran festhalten kann. Wir haben gesehen, dass wir in den letzten 3 Monaten den Absatz netto gemacht haben, den wir das gesamte letzte Jahr gemacht haben. Konkret, in Berlin ist der Absatz von Kreditkarten nach Einführung der Kartenbox um 69% gestiegen. Profitieren auch Sie von diesem praxisgeprüften Konzept? Starten Sie jetzt!